Zunächst eine Frage vorweg, Frau Teuteberg, an Sie. Wolfgang Kubicki hat heute den interessanten Satz gesagt: In meiner Stammkneipe nennen Sie einen wie Lauterbach Spacken. Wie nennt man in Ihrer Stammkneipe einen wie Kubicki? Also ich schätze Wolfgang Kubicki sehr, aber ich äußere mich nicht so über Kollegen. Und insofern glaube ich, wir tun gut, unsere liberalen Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen. Das verstehe ich, dass Sie das jetzt nicht thematisiert haben wollen. Aber trotzdem, wie fanden Sie das? So eine Sprache. Ich würde keinen Kollegen mit so einem Begriff belegen. Und gleichzeitig finde ich oft auch Wolfgang Kubicki erfrischend, aber so eine Wortwahl würde ich nicht wählen. Okay, also lass uns direkt rein. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung auf die Sendung, ob diese Sendung eigentlich schon direkt obsolet ist. Weil Jamaika hat seit Sonntag, seit dem letzten Triell eigentlich an Bedeutung verloren. Wir hören mal ganz kurz rein. Das ist der bemerkenswerte O-Ton dazu. Wenn ich das richtig verstanden habe, schlagen Frau Baerbock und ihre Partei und ich und meine Partei identisch vor, dass alle, die als Ehepaare weniger als 200.000 Euro brutto verdienen, eine Entlastung bekommen. Ich habe verstanden, was Frau Baerbock gesagt hat, unterstütze ihre Haltung, dass wir ein höheres Kindergeld brauchen, eine neue Kindergrundsicherung, die dazu führt, dass diejenigen, die wenig Geld haben, mehr kriegen, als das heute der Fall ist. Viele Bürgerinnen und Bürger können sich ja vorstellen, dass ich der nächste Regierungschef, der nächste Kanzler werde. Das wird natürlich am besten funktionieren, wenn die SPD ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Und dann will ich auch keinen Hehl machen daraus, dass ich am liebsten natürlich eine Regierung bilden würde, zusammen mit den Grünen. Ich habe gerade sehr, sehr deutlich gemacht, dass es aus meiner Sicht Zeit ist, dass die Union in die Opposition geht. Wir haben in vielen Bereichen der Sozialpolitik große Schnittmengen mit der SPD. Aber wie gesagt, für einen echten Aufbruch braucht es vor allen Dingen starke Grüne. Ich glaube, dass die meisten Wählerinnen und Wähler wirklich wünschen, dass die CDU, CSU nach all den Jahren mal in der Opposition sind. Herr Trittin, ich versuche gerade in Ihrem Gesicht zu lesen, was Sie denken. Wünschen Sie sich die CDU auch in die Opposition? Nach 16 Jahren von Frau Merkel, 12 Jahren übrigens zusammen mit der SPD. Ja, warum wünscht man sich eigentlich nur die CDU in der Opposition? Das macht nicht? Olaf Scholz gerade hier versucht, er vergessen zu machen, dass er immer dabei gewesen ist. Muss man in der Tat mal darüber nachdenken, ob Wechsel nicht gut ist für die Demokratie. Und das würde dann die CDU treffen. Ich habe nur ein Problem mit diesen Diskussionen. Weil sie werden alle geführt mit Spekulation und Aussicht auf ein Wahlergebnis. Und wie das Wahlergebnis ausgehen wird, weiß man nicht. Und das Problem beim letzten Mal, 2017, wir haben ja auch nicht aus Freude Jamaika verhandelt. Wir wussten, wir haben es mit zwei Parteien bei der Union, das ist ja nicht eine Partei, sondern wenn man gesehen hat, wie CDU und CSU auch unabhängig voneinander miteinander waren, das kommen wir gleich noch drauf, weil das passiert jetzt gerade wieder. Plus der FDP, das waren eigentlich drei Parteien, die in vielen Fragen das Gegenteil von dem wollten, was wir wollten. Der Grund, warum wir uns auf diesen Prozess eingelassen haben, war ein ganz einfacher. Es muss jemand das Land regieren und das sollten Demokraten machen. Und da müssen auch Demokraten und Demokratinnen, die gegensätzlicher Auffassung in manchen Fragen sind, den ernsten Versuch machen, das sich zu verständigen. Und wenn Sie mich danach fragen, ja, wo die größten Übereinstimmungen sind, ja, das ist doch völlig klar. Zwischen den beiden sind die Übereinstimmungen größer und zwischen uns und der SPD sind die Übereinstimmungen größer. Das hat nur für die tatsächliche Koalitionsbildung am Ende des Tages möglicherweise wenig zu sagen, weil es kann sein, dass wir ein Wahlergebnis haben, wo alle Parteien gezwungen sind, lagerübergreifend Kompromisse zu finden. Das ist ja ohnehin das spannende Momentum. Aber noch einmal die Frage, warum macht sie das? Warum macht sie da an dem Punkt eigentlich Jamaika für sich zumindest tot? Also hinter den Satz kommt Frau Baerbock nicht mehr zurück. Frau Baerbock hat nichts ausgeschlossen. Sie hat eine Priorität benannt. Und diese Priorität, die teilen, glaube ich, 99% der Grünen. Frau Teuteberg und dann Frau Güler. Ja, ich finde, das zeigt schon deutlich einen Unterschied. Ich finde, da fehlt ein bisschen Demut, und zwar bei beiden Kanzlerkandidaten, die sich da eben geäußert haben. Erstmal geht es jetzt darum, bis zum Sonntag, und das ist übrigens staatspolitische Verantwortung, die Unterschiede rauszuarbeiten und dann zu sehen, wie der Wähler und die Wählerin entscheidet. Ja. Und dann gilt tatsächlich danach, bedeutet staatspolitische Verantwortung, dass die Parteien miteinander gesprächsfähig sind und mit diesem Wählervotum verantwortlich umgehen. Ja. Aber erstmal geht es um Inhalte und nicht
nicht so sehr darum, von sich selbst gerührt zu sein, wer einem Kanzlerschaft zutraut oder nicht, sondern wirklich die Unterschiede herauszuarbeiten. Und wir kämpfen da um jede Stimme bis zum Sonntag und werden danach damit verantwortlich umgehen. Aber ich finde das jetzt auch wenig verantwortlich, nur über Konstellationen zu sprechen. Erstmal über die Inhalte und danach müssen sich über diese Inhalte die Mehrheiten finden. Also Sie haben gerade das Wort Demut benutzt, ne? Wie demütig ist es, wenn Christian Lindner, Ihnen bestens bekannt, sagt, ich gehe in die Regierung und zwar als Finanzminister? Ist das demütig? Das ist auf jeden Fall der Wille, Verantwortung zu übernehmen. Wir reden über Demut. Ist das demütig? Also es geht mir um Demut damit, dass wir uns um was bewerben. Und er sagt auch, wofür er sich bewirbt, was er nach der Wahl tun will. Da wüsste ich nicht, was daran schlecht sein sollte. Sondern wir wollen klar machen, wofür treten wir an, wofür werben wir. Frau Teuteberg, bitte, können wir jetzt mal die Kinderspielchen mal lassen. Also der Satz, der immer, ich unterstelle Ihnen jetzt nicht, dass Sie Kinderspielchen machen. Aber das sind doch knallharte machtpolitische Aussagen, die da fallen. Das hat doch mit Demut überhaupt nichts zu tun. Wenn man vorher schon sagt, also wir machen das und dann werde ich Finanzminister. Der zweitwichtigste Job in diesem Kabinett. Und dann kann man das doch nicht bei anderen kritisieren. Das ist was völlig anderes, als von vornherein Dinge auszuschließen, die sich aus dem Wählervotum ergeben können. Nämlich mit anderen demokratischen Parteien danach zu reden. Das sind schon zwei sehr verschiedene Ebenen, die da gerade vermischt werden. Also insofern, wir reden über die Inhalte, für die wir antreten. Und das ist ganz wichtig jetzt. Das machen andere nicht, auch in diesem Triell, über Erwirtschaften vor Verteilen zum Beispiel. Oder mehr Lust am Erfinden als am Verbieten. Das sind wichtige Themen und vieles mehr, was wir heute besprechen können. Das sind Floskeln, Frau Teuteberg. Nee, das sind Themen. Und mehr Lust am Erfinden als am Verbieten. Was heißt denn das? Ja, das heißt jedenfalls nicht, Verbote als Hauptinnovationstreiber zu sehen, sondern tatsächlich auch auf Innovation zu setzen. Und dafür einen staatlichen Ordnungsrahmen zu setzen, ist die Aufgabe. Aber nicht Verbote als Innovation zu sehen. Vielleicht habe ich da auch eine andere Sensibilität dafür. Der Sicherheitsgurt im Auto, Frau Teuteberg, der Sicherheitsgurt im Auto. Den gab es auch schon, bevor diese Sprüche gefallen sind. Also so zu tun, als sei Deutschland ein Land ohne Regeln, wo jetzt erst einige kommen müssten und das neu erfinden müssen, das ist doch absurd. Nein, aber Sie merken die Floskel. Es gibt so viele Verbote und Regeln, an die wir uns wie selbstverständlich halten. Das meine ich. Das hat doch aber niemand in Frage gestellt, dass Verbote eine Möglichkeit sind staatlichen Handelns, aber sie sind selten die klügste. Deshalb haben wir zum Beispiel das Verhältnismäßigkeitsprinzip in unserem Grundgesetz. Also deshalb es mag Bereiche geben, wo Verbote Sinn machen, aber sie sind selten die beste und innovativste Regelung. Und darüber müssen wir eine politische Auseinandersetzung führen. Die ganzen Regeln, die ganzen Gesetze, die es gibt, sind selten die klügste Regelung. Nein, Verbote sind nicht immer die einzige Möglichkeit, wie man sinnvoll einen Ordnungsrahmen setzen kann. Und eine Straßenverkehrsordnung hatten wir schon, bevor solche Sprüche gefallen sind, wie Verbote als Innovationstreiber. Deshalb, darüber kann man doch eine sachliche Debatte ohne Schaum vor Mund führen. Was sind sinnvolle Regelungen? Ausgangssperren sind auch eine Form von Verbot und trotzdem kann man sie für unverhältnismäßig finden. Also das ist ein Popanz, der da aufgebaut wird. Verbote sind eine Möglichkeit, staatlich zu regeln, aber es gibt viel, viel klügere in manchen Bereichen. Herr Dettin darf gleich erst, Serap Güler, sehen Sie auch so? Was die Verbote betrifft? Ja, auch diese Sprache. Wissen Sie, auch der Satz, der für mich mittlerweile auch eine Floskel ist, wir müssen jetzt mal hier über Inhalte reden. Wissen Sie, wie oft ich den in den letzten Wochen und Monaten gehört habe? Ungefähr 200 Mal. Insofern würde ich ehrlich gesagt... Aber es sind die Parteien, die im Wesentlichen dafür gesorgt haben, dass dieser Wahlkampf so inhaltsleer ist wie nur sonst was. Na gut, die Medien haben, glaube ich, auch ein bisschen dabei geholfen. Wir können gerne das Spiel jetzt spielen. Nein, müssen wir gar nicht. Aber gerade erst, was das Triell betrifft. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es da nicht um Inhalte geht. Also insofern würde ich da jetzt nicht ganz konform gehen. Aber ich bin auch bei Herrn Trittin, wenn es darum geht, dass wir jetzt alle natürlich für die Stärke der eigenen Partei kämpfen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und Koalitionen erst nach Sonntag, Sondierungen und Koalitionen erst nach Sonntag auf dem Spiel stehen. Die beiden waren sich sehr, sehr einig beim letzten Triell. Das war so ein bisschen Liebeserklärung zueinander. Man schiebt sich Zettelchen zu. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und nein war schon weg. Also es war eigentlich nur ja oder vielleicht. Aber ich finde es auch legitim, auch im Rahmen eines Wahlkampfes, zu sagen, wen man sich als Wunschkoalitionspartner vorstellt. Das hat mein Kanzlerkandidat auch schon in der Vergangenheit getan, weil wir eine sehr gute
CDU-FDP-Regierung in Nordrhein-Westfalen haben. Mit einer Stimme Mehrheit regieren die besser als manch andere Landesregierung, die eine satte Mehrheit hat. Mhm. Also insofern kann man sich da, glaube ich, schon Wünsche äußern. Und ich würde das jetzt auch nicht mit dem Verbindung bringen. Frau Güler, auch das jetzt wieder so ein interessanter Moment. Sie umwerben jetzt gerade die FDP. Also Sie sagen, wie toll das läuft mit der FDP in Nordrhein-Westfalen und so weiter. In Nordrhein-Westfalen läuft es gut, aber interessanterweise höre ich diese Liebeserklärungen an die FDP, die höre ich erst, seitdem es bei Ihnen richtig mies läuft. Sonst war der große Traum immer schwarz-grün zu machen. Ich habe das jetzt gesagt und ich bin ja seit 2017 auch Staatssekretärin dieser Landesregierung und wir haben in Nordrhein-Westfalen. Aber ich persönlich sitze ja jetzt hier. Das ist richtig. Sie sitzen aber auch als Vertreterin der CDU. Und ich kenne niemanden, der Verantwortung in Nordrhein-Westfalen trägt und sagt, das läuft gerade bei uns nicht, das läuft mit der FDP nicht oder wir haben Probleme. Das haben wir seit 2017 immer gesagt und jetzt haben Sie nun mal eine NRW-Politikerin eingeladen, die das an dieser Stelle auch gar nicht... Entschuldigung, Paul Ziemiak, wer FDP wählt, riskiert, dass er möglicherweise am nächsten Tag mit Saskia Esken aufwacht. Hallo? Natürlich kann das der CDU-Generalsekretär sagen. Ich habe doch zu Beginn gesagt, wir kämpfen alle gerade. Ne? Das ist doch Ihr Mann. Sehr gut sogar. Ja. Nicht mein Mann, aber mein Generalsekretär. Ich meine politisch Mann im Adenauerhaus, das meine ich damit. Das ist richtig und ich habe ja zu Beginn auch gesagt, wir alle kämpfen jetzt dafür, die eigene Partei am stärksten am Sonntag dass wir als stärkste Partei rausgehen. Aber jeder für sich. Und das kann auch ein Herr Ziemiak, ohne für die FDP zu werben. Ich habe ja auch nicht für die FDP geworben. Ich habe nur gesagt, dass wir in Nordrhein-Westfalen mit der FDP gut regieren. In Bezug auf, dass die beiden sich eine Wunschkoalition... Sie sind so verzweifelt in der CDU, dass Sie die, dass Sie die FDP öffentlich aufgefordert haben, eine Ampel auszuschließen. Ja, das ist... Das mag zutreffend sein, das ist richtig. Ich würde das so nicht verlangen. Aber nochmal, es geht, glaube ich, jetzt auch nicht um Verzweiflung. War das falsch? Ja, was heißt falsch? Ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass die FDP nicht das Korrektiv einer Ampelkoalition sein wird. So, und aber wie die FDP damit umgeht, ob sie das ausschließen möchte oder nicht, ist letztendlich ihr Punkt. Von uns wird auch vieles verlangt. Wir haben eine ganz klare Haltung zur AfD, wir haben eine ganz klare Haltung zu den Linken, ohne dass das jemand von uns verlangen muss. Frau Teutelberg zuckt schon auf dem Schwickel, rutscht ganz schon ganz ruhig hin und her. Kann sie ja gerne machen. Sie sieht das sicherlich noch mal anders mit dem Korrektiv. Ja. Ich bin der Überzeugung, dass die FDP zwischen Grüne und SPD untergehen würde. Und ihre Inhalte, über die sie ja jetzt auch reden möchte, in so einer Koalition nicht durchbekommt. Das heißt, und Grunde, das kann man sagen. Es geht Ihnen um das Überleben der FDP. Sie machen sich Sorgen um die FDP. Ja? Auch, natürlich. Ja, wie immer. Sind die eigenen Sorgen noch nicht groß genug oder sind Sie so selbstlos in der CDU? Ist das christliche Erbe möglicherweise? So, die Nächstenliebe ist natürlich unser politischer Absolut, Kompass. Ihre Kernkompetenz. Gar keine Frage. Aber nochmal, jetzt geht es darum, bis Sonntag kämpft jede Partei für sich. Jede Partei möchte Sonntag für sich das beste Ergebnis rausholen. Und über alles wird später besprochen. Mhm. Aber grundsätzlich kann ich keinem einen Vorwurf daraus machen, dass er sagt, ich habe hier einen Wunsch-Koalitionspartner. Okay. Es war jetzt bei dem letzten Triell sehr, sehr auffällig. Ich habe ja gesagt, das war ja nicht mehr ein Wunsch. Mhm. Das waren ja schon Liebeserklärungen, die man da ausgetauscht hat. Ist so, ne? Die Herzchen flogen tief. Ja. Frau Teutelberg, noch mal dieser Satz, bevor gleich Jürgen Trittin antwortet als Elder Statesman, der hier als guter grüner Geist über den Wassern schwebt. Wer FDP wählt, muss in Kauf nehmen, am Ende mit Esken und Kühnert am Kabinettstisch aufzuwachen. Paul Ziemiak, Zitat Ende. Ja. Also hat er recht? Nö, man muss irgendwie Verständnis offenbar für die schwierige Situation der Union haben. Mich erinnert das so ein bisschen an den früheren, an Johannes Gross, der mal gesagt hat, das Schlimme an Opportunisten ist ihr mangelnder Sinn für Opportunität. Also ich finde, wer wirklich Sorge ums Land hat und vor einem Linksrutsch warnt, der sollte bestimmt nicht die FDP angreifen. Vor allem sind wir eine eigenständige Partei, die aus eigenständigem Recht ihr politisches Angebot macht. Und wir haben nicht den geringsten Anlass, irgendetwas auszuschließen, was die Union für sich selbst doch nicht ausschließt. Die koaliert doch mit all den Parteien, über die wir gerade reden. Das habe ich gerade vorhin versucht zu sagen. Genau, alles andere schließt die FDP aus, aber mit denen... drei anderen Parteien der politischen Mitte, um die es hier geht, will die Union sonst selbst koalieren. Da gibt es für uns nichts auszuschließen. Ich finde aber, es gibt Gesprächsbedarf natürlich, Erklärungsbedarf bei denen, die nach links außen offen sind. Und das ist das eigentliche Thema. Herr Trittin, vor 4 Jahren haben wir einen Linksruck verhindert. Das werden wir diesmal genauso machen. Christian Lindner,
bei Frank Blasberg, hart aber fair, kürzlich am Montag. Wie deuten Sie das? Geht das gegen Sie? Ich glaube schon. Nee, der ist einfach ausgebüxt aus der Verantwortung in einer Situation, wo er hätte tatsächlich den Schritt gehen müssen, um zu springen. Und das hat er jetzt anschließend verklärt. Ich glaube nur, dass wir mit solchen Diskussionen nicht wirklich weiterkommen. Wenn wir anfangen unter demokratischen Parteien, und es geht ja viel weiter, Bodo Ramelow könnte mit der Duldung der CDU in Thüringen überhaupt nicht regieren. Da ist man offensichtlich der Auffassung, die gehören auch zum demokratischen Spektrum. Dort, angesichts insbesondere der Herausforderung, die wir von rechts außen an dieser Stelle in dieser Gesellschaft haben, haben wir vorgestern erst wieder mit einem schrecklichen Mord erlebt an dieser Stelle. Angesichts dieser Situation muss man, ohne sich inhaltlich zu verleugnen, niemand erwartet von irgendjemand in eine Koalition reinzugehen und sich politisch aufzugeben. Das wäre falsch. Aber den Versuch ernsthaft zu machen und diese Ernsthaftigkeit, die habe ich 2017 bei Christian Lindner vermisst. Und deswegen, Sie haben gesagt, ist es Demut, dass er Finanzminister werden will? Ich habe damals die Finanzverhandlungen mitgeführt. Ich würde sagen, da muss er noch ein bisschen trainieren. Sie meinen, der kann das gar nicht? Mir muss mal jemand erklären, wie man dauerhaft ein Finanzloch von 90 Milliarden Mindereinnahmen jährlich gegenfinanzieren will. Da haben wir damals schon drüber gestritten. Und bis heute ist mir da keine Erklärung auf den Tisch gelegt worden. Nur mal zum Vergleich, das ist ungefähr das, was wir im ersten Halbjahr der Pandemie an Steuerausfällen in Bund, Ländern und Gemeinden hatten. Also man könnte sagen, Finanzminister Lindner, das ist Corona auf Dauer, was die Staatsfinanzen angeht. Da ist er wieder. Sehr, sehr interessant zugespitzt. Corona auf Dauer, das ist Christian Lindner, das ist ein Satz, der bleibt. Als Finanzminister. Als Finanzminister, ja. Mit der FDP wird es keine höheren Steuern geben, auch kein Aufweichen der Schuldenbremse. Bei beiden Leitplanken beißen Sie bei mir auf Granit, sagt der zukünftige Finanzminister Christian Lindner. Herr Trittin, was antworten Sie ihm? Ich habe vorhin ja was dazu gesagt. Wer ein Steuerkonzept vertritt, was jährlich zu einem Defizit von 89 Milliarden führt. Das bei der Union beträgt, glaube ich, 33, sind nicht meine Zahlen, Zentrum der europäischen Wirtschaftsforschung. Der muss dann sagen, wie er das gegenfinanzieren wird, wenn er gleichzeitig behauptet, die Schuldenbremse einhalten zu wollen. Ich rede noch gar nicht über die Sinnhaftigkeit und dass der Rest der Welt über die deutsche Schuldenbremse schmunzelt, aber wenn man die ernst nimmt, und ich bin auch dafür, dass wir solide Staatsfinanzen haben. Sie sind auch für die Schuldenbremse? Ich bin dafür, dass Ausgaben solide, einnahmefinanziert sind. Deswegen kann ich nicht Sachen versprechen, zum Beispiel Steuersenkungen, und gleichzeitig erklären, ich wolle Familien und Geringverdiener entlasten. Weil dann muss ich das ein Stück weit gegenfinanzieren. So ist mein Verständnis von soliden Staatsfinanzen. Und dies ist der Konflikt, den wir haben und den wir Grüne mit beiden dieser Parteien haben, wollen die oberen 10% entlasten. Gleichzeitig wollen sie auch, wie wir auch, Familien mit Kindern und andere entlasten. Und das führt dann zu solchen katastrophalen Ergebnissen für Bund, Länder und Gemeinden, die dann dieses an anderer Stelle einsparen müssen und damit ihre Investitionsfähigkeit verlieren. Und das ist etwas, was wir uns in Zeiten der Krise nicht leisten können, dass die öffentliche Hand nicht mehr in Digitales und Bildung investiert. Also mit den Grünen nicht zu machen, was der kommende Finanzminister Lindner da fordert. Ich habe erst mal nur gesagt, das, was er gesagt hat, ist in sich widersprüchlich. Also 80 Milliarden oder 90 Milliarden Steuerausfälle zu haben. Sie sind da jetzt sehr, sehr zurückhaltend, Herr Trittin. Ich merke, das ist eigentlich blinken Sie da schon ganz deutlich. Nein, ich stelle einfach ganz ruhig fest, dass Sie schieben jetzt auch einen Zettel rüber. Und dass die Mindestvoraussetzung für einen Finanzminister ist, die Grundrechenarten zu beherrschen. Und da scheint es noch Verbesserungsbedarf, Herr Christian Lindner, zu geben. Frau Teutenberg, Steuererhöhungen. Also lassen Sie sich hier und jetzt zu dem Satz hinreißen, es wird mit uns in der Regierung keine Steuererhöhungen geben. Das ist, ja,
Das ist unsere Einstellung dazu, genau. Und das passt sehr wohl mit der Schuldenbremse zusammen. Die ist ja entgegen mancher Missverständnisse übrigens nicht identisch mit der schwarzen Null. Sie erlaubt für Krisensituationen sehr wohl auch Schulden aufzunehmen. Das muss man unterscheiden. Aber unsere Devise ist, dass auch ein Gebot politischer Klugheit und Gegenstand der Schuldenbremse so viel Verschuldung wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und wir haben ganz konkret übrigens zum Beispiel bei den letzten Haushaltsdebatten im Deutschen Bundestag für den jetzigen Bundeshaushalt Vorschläge gemacht, wie man mit halb so viel Neuverschuldung auskommen könnte. Also es ist ja nicht so, dass man da nicht schauen kann, was ist überflüssig. Ja. Und auch ganz kurz und wichtig, die ZEW-Studie ist nun nicht die einzige, die es zu dem Thema gibt. Und die vermischt auch Steuern mit anderen Themen wie Mindestlohn oder sozialpolitischen Forderungen. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mitgekriegt, dass jeder die Studie zitiert, die er gerade braucht oder die gerade passt. Ja. Oder vielleicht sogar einen Auftrag gegeben hat. Es ist gut, wenn man da zum Beispiel bei Steuern nur Steuern vergleicht. Mhm. Gibt es vom IFO-Institut zum Beispiel auch. Wir sind tatsächlich für Entlasten gerade auch kleine und mittlere Einkommen. Und die 10%, die Herr Trittin hier erwähnt, das ist auch immer beliebt. Aber der Solidaritätszuschlag, wir wünschen uns eine Politik, die nicht erst ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts braucht, um einfach mal umzusetzen, was Verfassungslage ist. Nämlich, dass man eine zeitlich begrenzte Abgabe auch für alle abschafft, die sie betreffen. Den genau. Soli meinen Sie jetzt. Also genauso für alle Einkommensgruppen, okay, die sie bisher bezahlen. Und da waren übrigens die Trielle interessant, weil ja die beiden Kanzlerkandidaten von Rot und Grün immer so in Nebensätzen haben fallen lassen, die Einkommensteuer würde ja Unternehmen nicht betreffen. Die allermeisten Unternehmen in Deutschland sind inhabergeführte kleine und mittelständische Unternehmen und Einzelselbstständige, die zahlen selbstverständlich genau die Einkommensteuer und auch den Solidaritätszuschlag. Mhm. Die betrifft das natürlich. Und deshalb, das ist sehr wohl realistisch und es würde ja auch zeitlich versetzt stattfinden. Aber klar ist, wir können uns aus einer Krise nicht heraussparen. Wir müssen herauswachsen. Und deshalb dürfen wir nicht zusätzliche Belastungen beschließen. Deshalb sind wir gegen Steuererhöhungen. Wir müssen eher Investitionen erleichtern und dann geht und das aber entlassen. Mit Herrn Trittin geht das dann nicht, ne? Der will eine Vermögenssteuer, einen Spitzensteuersatz erhöhen. Nein, ich möchte als erstes, das ist Zweck der Übung, durch Anhebung des Grundfreibetrages hier dafür sorgen, dass bis in den Bereich des Medianeinkommens Familien, Alleinerziehende und Familien mit Kindern steuerlich entlastet werden. Okay, aber die Ausfälle, die ich daraus habe, werden Menschen stärker zu bezahlen haben über die Einkommenssteuer, die in der Regel mehr verdienen als die Frau Bundeskanzlerin oder auch ein hier sitzender Abgeordneter. Das ist so. Und deswegen bin ich der Auffassung, wir können es uns in Zeiten, in denen wir doch in der Pandemie gelernt haben, wir sind schlecht aufgestellt, was die Schulen angeht, was Digitalisierung angeht. Wir haben einen massiven Bedarf, Investitionen in der Infrastruktur. Dürfen wir es uns nicht leisten, zu Steuerausfällen dieser Größenordnung zu kommen, weil das dazu führt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Rückstände in Infrastruktur und Digitalisierung zu bezahlen. Sie haben die Frage noch im Hinterkopf, Vermögenssteuer mit Ihnen rauf? Spitzensteuersatz. Ich habe erst mal über die Einkommensteuer geredet, weil das für uns als Bund, als Land oder als Bund die Ebene ist, wo wir entsprechend das machen wollen. Ja. Wir haben den Ländern das Angebot gemacht. Ist die Vermögenssteuer für Sie verhandelbar, Herr Trittin? Die Vermögenssteuer ist von uns ein Angebot, dass Länder ihre. Ich habe ja gehört, dass Baden-Württemberg da sagt, wir brauchen das nicht. Haben Sie das bei uns hier gehört? Schleswig-Holstein, haben Sie das bei uns hier gehört? Nee, ich kenne den Finanzminister. Und ich kenne aber auch die Finanzministerin von Schleswig-Holstein, die sagt, wir brauchen das ganz dringend, weil wir wissen nicht, wie wir das anders machen sollen. Mhm. Ich finde, da müssen die Länder sich ein Stück weit drüber unterhalten. Wir reden hier darüber, wie wir Familien entlasten und wie wir das solide gegenfinanzieren. Das machen wir innerhalb der Einkommensteuer und nicht über die Vermögenssteuer. Okay, also Vermögenssteuer ist für Sie kein Muss. Das ist Verhandlungsmasse, merke ich gerade. Ich halte das für richtig. Nee, räumen wir ab. Okay, nein, erledigt. Nein, ich bin für eine Vermögenssteuer. Ja, okay, Sie sind dafür, aber es ist... Ich habe nichts davon für das, worüber wir hier diskutiert haben. Okay, und die Einkommensteuer, noch ganz kurz, Spitzensteuersatz, geht der hoch bei einem Finanzminister? Für die Menschen, die oben drüber sind, ja. Sonst kann man das nicht finanzieren. Wie viel Prozent? Wir waren bei 48, wenn ich mein Programm richtig im Kopf habe. Für die Menschen, die oben drüber sind, das über 200.000 Euro Einkommen. Okay, und erst da, ab 200.000 greift das auch, ne?
Frau Teuteberg, ganz kurz und dann. Wir sind schon heute Hochsteuerland. Das ist nicht das, was wir brauchen, um wieder aus der Krise rauszukommen. Also bei Steuern sind wir Spitze, ne? Leider, genau. Ja. Wir sollten uns anstrengen, in anderen Bereichen Spitze zu sein, bei Bildung und bei anderem, aber nicht bei Steuern und Abgaben. Und deshalb, wir wollen auch entlasten, und zwar gerade kleine und mittlere Einkommen. Wir wollen, ein Riesenthema wird jetzt leider ja noch mehr die Inflation. Wir wollen die kalte Progression abbauen, also dass jede Lohnerhöhung, jede Überstunde, die Menschen leisten, sie in der Steuer hochrutschen lässt. Und die meisten Menschen, die uns heute zuschauen, die gehen morgen früh zur Arbeit. Für die ist das wichtig, sowohl was sie netto von ihrem Brutto haben und dass die Inflation nicht für sie so schädlich ist, gerade für Arbeitnehmer, Rentner und so weiter. Und die wollen auch, dass ihr Arbeitgeber morgen noch investieren kann. Für die ist das wichtig, dass sie auch morgen gute Arbeitsplätze haben und neue in diesem Land geschaffen werden. Und deshalb ist es wichtiger, dass wir über das Erwirtschaften und nicht nur noch über das Verteilen reden, wie man es in diesen Triellen gehört hat. Das brauchen wir dringend. Es geht auch darum, um die Bemessungsgrundlage übrigens. Die Programme sind statisch, aber 25% von X sind mehr als 100% von Nix. Und deshalb müssen wir genau darüber nachdenken, bekommen wir wirtschaftliches Wachstum hin? Von welchem Kuchen können wir überhaupt verteilen und auch Investitionen leisten? Okay. Wir hatten Rekordeinnahmen beim Bund in den letzten Jahren und trotzdem wurde nicht in Infrastruktur oder Digitalisierung investiert. Das hat mehr mit Prioritätensetzung und mit Bürokratie zu tun als mit mangelnden staatlichen Einnahmen. Frau Güler sagt, gerade nach der Pandemie sind Steuererhöhungen Gift für die wirtschaftliche Erholung. Das heißt, auch mit Ihnen keine Steuererhöhungen? Nein, auch mit uns nicht. Und ich widerspreche nur in einem Punkt, Frau Teuteberg, es wurde in den Triellen von den Duos oder von dem Duo so gesagt. Und es gab einen in dem Triell, der genau das auch ganz deutlich gemacht hat. Wenn Herr Trittin sagt, 200.000 Euro aufwärts, das ist auch der Familienbetrieb. Das ist der Mittelstand, der das Rückgrat unserer Wirtschaft in Deutschland ist. Und ich glaube, das wird gerne so ein bisschen ignoriert. Und wir möchten, dass jeder Euro, den ein Unternehmen zur Verfügung hat, nicht in Steuern, sondern eben in Arbeitsplätze und in weitere Investitionen gestärkt wird. Und wenn man sich dann die Frage stellt, wie wollen wir das eigentlich, was auch in unserem Programm steht, finanzieren, dann muss man sich auch ein bisschen die Wachstumsprognosen anschauen. Nach der Bundesbank haben wir jetzt in diesem Jahr schon eine Wachstumsprognose von 3,7%, obwohl wir uns immer noch mitten in der Krise befinden. Im nächsten Jahr 5,2%. Und das sind doch Dinge, die wir... Herr Trittin hat etwas heute auf dem Weg hierher gehört, die Wachstumsprognose sei auf 2,8% für dieses Jahr reduziert worden. Die Bundesbank sagt 3,7%. Es mag da unterschiedliche Zahlen geben, aber Fakt ist doch jetzt, gerade jetzt nach der Pandemie oder wo wir noch drin stecken, dürfen wir doch nicht, wo wir auch Steuern gesenkt haben zum Teil, dürfen wir doch die Wirtschaft jetzt nicht dadurch fesseln, dass wir ihnen sagen oder dass wir sagen, wir möchten... Da war es wieder. Der große Entfesselungskünstler, Armin Laschet, Herr Lanz, gemeinsam mit Christian Lindner. Es ist letztendlich der Wirtschaft Fesseln anlegen, wenn wir tatsächlich jetzt in so einer Situation, wo es doch gerade wieder bergauf geht, von Steuererhöhungen sprechen. Es ist doch eine Frage der Lebensnähe und der Haltung. Also zu Beginn der Pandemie, kann ich mich erinnern, sagte Robert Habeck, jetzt können die Gastronomen, die jetzt gerade geschlossen haben, und Hoteliers, jetzt können die mal eine neue Heizung einbauen, dass die Existenzsorgen haben, wovon sie überhaupt die Investitionen treffen, wenn sie keinen Umsatz machen können. Das geht dabei völlig verloren. Und diese Haltung, und dass sie dann sozusagen später Bittsteller beim Staat sind, um Hilfe zu kriegen, da haben wir zum Beispiel gesagt, wir müssen den steuerlichen Verlustrücktrag erweitern. Also dass Menschen, die vorher ja Steuern gezahlt haben, Unternehmen, dass die einfach beim Finanzamt, das ist dann auch nicht missbrauchsanfällig, weil da sind ja die Daten da, einfach ihre Verluste jetzt großzügiger verrechnen können mit den Gewinnen aus früheren Jahren. Das wäre unbürokratischer gewesen als diese Antragsverfahren. Aber schon. Ja, und das wäre aber eine andere Haltung, wie man auch Menschen begegnet, die vorher auch viel eingezahlt haben und investieren und Arbeitsplätze schaffen. Ich weiß, aber eine Bemerkung machen, weil immer behauptet wird, wir seien ein Hochsteuerland. Wir sind im internationalen Vergleich zum Beispiel, was die Erbschaftssteuer angeht, ein absolutes Steuerniedrigland, ein Dumpingland. Und das angeht, die Begründung ist übrigens die gleiche. Aber Sie müssen doch immer die Steuern mit den Abgaben, mit den Sozialabgaben zusammenrechnen, Herr Trittin. Nein, ich rede von der Erbschaftssteuer. Da hat mit Sozialabgaben überhaupt gar nichts zu tun. Sie haben sich jetzt ein Beispiel rausgepickt, lassen Sie uns doch mal über die Vermögen. Jetzt lassen Sie mich mal eben ausreden. Sie haben recht. An dieser Stelle. Wir haben ein Land, wo wir extrem niedrige Erbschaftssteuer haben. Die Begründung lautet, wir wollen den Betriebsübergang gerade in Familienbetrieben erleichtern. Die Wahrheit ist,
Dieses führt dazu, dass die Aktienpakete von ganz kleinen Familienbetrieben vor der Erbschaftssteuer geschützt sind. Das bezieht sich beispielsweise auf das Familienunternehmen Volkswagen. Volkswagen ist das größte Familienunternehmen in Deutschland. BMW ist das zweitgrößte. Der eine gehört der Familie Porsche-Piech, das andere gehört Quant. Das heißt, diese Argumentation, wir seien ein Hochsteuerland, während gleichzeitig die Übertragung von Aktienpaketen faktisch steuerfrei gestellt wird, führt dazu, dass wir in diesem Lande eine immer ungleichere Vermögensverteilung haben. Und das ist nicht sozial ein Problem. Es ist vor allen Dingen ökonomisch ein Problem. Weil die Konzentration von Vermögen führt dazu, dass ich an anderer Stelle Konzentration von Schulden habe. Das ist nämlich immer mathematisch das Gleiche an dieser Stelle. Und deswegen würde ich nur ein bisschen Vorsicht raten mit diesem Gerede, wir seien ein Hochsteuerland. Fragen Sie mal Menschen, die einen Zweitwohnsitz in Spanien haben, warum die darauf achten, nie länger als 180 Tage in Spanien zu sein, weil sie dann würden sie der spanischen Erbschaftssteuer unterliegen.